Vor einem halben Jahr unterhielt ich mich mit dem 60-jährigen Geschäftsführer einer Baustofffabrik. Mit dem Auto ist er fast Tag und Nacht geschäftlich unterwegs. Doch sein größtes Problem ist weder die grassierende Baustelle Rethis auf der Autobahn noch der hohe Spritpreis. Es ist sein Punktekonto in Flensburg. Es ist randvoll, weil er als automobiler Geschäftsführer regelmäßig geblitzt wird. An den unerwartetsten Stellen lauern die uniformierten Stadtkassenfüller, um wegen angeblich überhöhter Geschwindigkeit ein Passfoto mit Radarblitz von ihm zu machen. So war es auch damals, als ich mit ihm sprach. Da habe ich ihm mein Buch »Der Autofuchs« in die Hand gedrückt und geraten, er solle doch mal seine gesamten rechtlichen Möglichkeiten voll ausnutzen. In der vorigen Woche kam er mir begeistert mit seinem Auto entgegen. Mit Lichthupe und deren akustischen Gegenstück brachte er mich zum Stehen. Völlig aus dem Häuschen sprang er aus seinem Daimler-Benz und kam mir entgegengerannt. Ganz außer Atem, aber hoch erfreut, rief er mir schon vom Weiten entgegen. Deine Tipps sind hammerhart. Sie haben mir geholfen, meine rechtlichen Möglichkeiten voll auszunutzen. Zwei Beschuldigungen wegen Geschwindigkeitsübertretung konnte ich damit sofort vom Tisch wischen. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher. Heute möchte ich mich mit dem Thema rund ums Auto beschäftigen. Mit meinem Autofuchs können Sie mal endlich die Kostenbremse durchtreten. Und das nicht nur, wenn man Ihnen wegen angeblicher Temposünden ans Leder will. Zum Beispiel zeigt Ihnen mein Ratgeber auch, wie Sie erstens die Benzinkosten drastisch um 20% senken können und Ihre Kfz-Versicherung bis zu 40% reduzieren. Wie Sie sich gegen die Abzocke unverschämter Werkstätten wehren und clever abkassierende Polizeibeamte mit den Mitteln von Recht und Ordnung schachmatt setzen. Zweitens, ein Ende der behördlichen Wegelagerei per Starrenkästen und Radarfallen herbeiführen. Nach der Lektüre werden Sie wissen, wie Sie Ihre Punkte elegant loswerden. Durch einen einfachen Handel oder Fahrverbote ganz legal außer Kraft setzen. Und Sie werden wissen, was Sie unternehmen müssen, wenn Ihr Punktekonto randvoll ist. Drittens, Gesetzeslücken so pfiffig nutzen, dass angebliche Beweise wertlos werden oder Sie ohne den teuren und qualvollen Idiotentest Ihren Führerschein wiederbekommen, wenn Sie zum Beispiel mal einen über den Durst getrunken haben und dabei erwischt worden sind. Viertens, beim Autokauf nicht länger abgezockt werden und umgedreht, wie Sie Ihr Fahrzeug mit sattem Gewinn weit über den Listenpreis verkaufen können. Nutzen Sie diese zum Bersten voller Schatztruhe, voller Insider-Tipps und senken Sie die Autokosten und den Stress. Mit ganz simplen Mitteln werden Sie Ihre Kfz-Kosten und Führerscheinprobleme garantiert rasch in den Griff bekommen. Besser noch, diese einfachen Schritte kosten Sie noch nicht einmal viel. Sie werden staunen, welche hervorragenden, billigen und unkomplizierten Möglichkeiten es gibt, aus jeder noch so unangenehmen Lage, wie unter Punkt 1 bis 4, clever wieder herauszukommen. Es ist ein Buch, das Ihnen hilft, Ihr sauer verdientes Geld wirkungsvoller vor allen PS-Abzockern zu schützen. Das ganze Know-how dafür finden Sie in meinem Großformatbuch Hardcover in DIN A4 Größe, der Autofuchs, die konsequent aus der Sicht des Autofahrers geschrieben wurden. Ein einziger Tipp aus dem Autofuchs kann Ihnen schon ein paar Tausender an Euros ersparen oder einbringen. Und damit Sie schon gleich richtig mit dem Sparen loslegen können, biete ich Ihnen dieses Buch im Moment und für kurze Zeit zum reduzierten Preis an. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgsonline. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben, auch wenn die Lage noch so schwierig ist. Wenn ein Mann einer Frau höflich die Wagentüre aufreißt, dann ist entweder der Wagen neu oder die Frau, stellte schon die Schauspielerin Uschi Glas fest. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Bleiben Sie stark.